Hi Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Lang ist es her. Ich habe echt überlegt, wie ich diesen Kanal wieder reanimieren soll, wieder aktivieren soll. Leider werden Beauty-Videos wie damals nicht mehr so geklickt und ich habe da so ein bisschen die Motivation verloren. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auf dem Kanal einfach das, worauf ich Lust habe. Und es wird so ein Mixmasch aus allem. Aber ich möchte auf jeden Fall euch mehr in meinem Leben mitnehmen. Das heißt, Vlogs drehen. Und auf jeden Fall möchte ich euch ein bisschen mehr in meinem Leben mitnehmen. Und so zeigen, was bei mir so abgeht. Manchmal ist es langweilig, manchmal spannend. Aber ich will euch auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, es werden mehr Vlogs auf diesem Kanal folgen. Und das Ganze starten wir auch heute direkt. Bitte entschuldigt mein Aussehen, ich bin gerade erst aufgewacht. Aber ja, natürlich werden auch zwischendurch Make-up-Videos folgen, weil ich habe immer noch Spaß an Make-up. Wenn ihr mehr Make-up-Content sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram und auf TikTok folgen. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr Beauty-Content als hier auf YouTube. In ein paar Wochen ist Ramadan und ich möchte dieses Jahr meine Wohnung festlich dekorieren. Und ich habe schon einige Sachen bestellt online, aber ich habe gesehen, es gibt auch im IKEA anscheinend Ramadan-Deko. Und da gehen wir heute hin. Ich nehme euch mit und ich hoffe, wir werden fündig. Ich wollte gerade losfahren. Ey, meine Haare sehen heute so schlimm aus. Egal. Auf jeden Fall, ich wollte gerade losfahren. Dann ist mir eingefallen, ich warte auf ein Paket. Mein Mann hat morgen Geburtstag. Und ich habe dem halt was von Amazon bestellt und es kommt halt heute an. Deswegen darf ich das nicht verpassen. Und ich dachte mir, während ich warte, ich gehe auf jeden Fall aber nachher zu mir her, während ich warte, packe ich so ein bisschen die anderen Geschenke ein. Ich zeige euch mal, was ich mir so überlegt habe für seinen Geburtstag. Mein Mann hat eine Fortbildung angefangen. Deshalb dachte ich mir, ich bastele ihm eine Schultüte. So als kleiner Motivationsschub, den werde ich auch, die Schultüte werde ich auch voll mit Süßigkeiten und so füllen. Dann habe ich ihm hier so ein Schulheft geholt. Er wird das nicht verwenden, aber es ist halt so ein Gag, sage ich mal. Aber dann habe ich ihm noch einen Ordner geholt und so Post-it-Sticker-Dinger, damit er auch alles schön ordnen kann. Aber Leute, auf jeden Fall bin ich richtig schlecht im Basteln. Deswegen hoffe ich, dass das was wird. Ich rolle das jetzt mal einfach so ein. Boah, den habe ich ja so lange nicht mehr verwendet. Ich muss auch an meine Schulzeit denken. Ja. Mir fällt gerade auf, wie innovativ das Ding eigentlich ist, oder? Ist schon cool. So ein Kleberstick einfach. Okay, Leute, seid ihr ready? So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist nicht das Schönste. Okay, ich gebe es zu. Aber es sieht auch ganz süß aus, oder? Findet ihr nicht? Ich habe hier noch so ein bisschen Krepppapier draufgeklebt. Also entweder bin ich das morgen zu oder ich lasse es einfach so offen. Und das sieht eigentlich auch ganz süß aus. Da steht jetzt Schulkind-Toni drauf. Ja, hier kann ich jetzt auch zum Beispiel die Schulsachen reinpacken. Auch ganz cool eigentlich. Leute, das Paket, auf das ich gewartet habe, ist angekommen. Das ist das nächste Geschenk von meinem Ehemann. Also für meinen Ehemann. Er träumt davon, irgendwann eine G-Klasse zu fahren. Das ist so sein Traumauto. Und deshalb, also ich konnte mir noch keine G-Klasse für ihn leisten. Vielleicht irgendwann. Aber ich dachte mir, ich mache ihm eine kleinere Freude und schenke ihm so eine Spielzeug-G-Klasse und die ist richtig geil und die kann man sogar halt fernsteuern mit einer Konsole, wie nennt man das? Hier, mit der Fernbedienung und das sieht schon cool aus. Ich glaube, da freut er sich auch richtig drauf, nicht weil er auf so Spielzeugautos steht, sondern weil es einfach so sein Traum repräsentiert und er kann sich das schön ins Büro stellen und das einfach so ein bisschen manifestieren und Motivation finden und ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Okay Leute, apropos Ramadan-Deko, ich habe hier gerade, dann habe ich hier noch ein Paket, das ist von Trentio. Ich hatte mir eine Jeans bestellt, die hatte ich bei Rabiosa gesehen, also Rabia. Ich fand die halt richtig cool, weil die hatte hier so ein weißes Detail, als wäre das so eine Boxershorts irgendwie. Sieht ganz geil aus, weil das ist so im Cargo-Stil und hier hängen so
Ja, sowas halt runter. Und ich probiere die nachher an. Wir gehen jetzt erstmal los zum Ikea, weil ich möchte das heute unbedingt noch erledigen. Sieht euer Kofferraum auch so aus? Ich hoffe ja. Auf jeden Fall muss ich das noch zurückbringen zu Ikea und wir fahren jetzt mal los. Leute, ich versuche wirklich heute nur die Ramadan-Deko im Ikea zu suchen und nicht viel Zeit zu vergeuden dort, weil im Ikea kann man ja 10.000 Schritte sammeln. Aber heute nur Ramadan-Deko. Ich hatte mir so ein Brett für die Thrones Schuhregale geholt. Aber ich fand das A zu teuer und zweitens hat es nicht so drauf gepasst. Jetzt habe ich mir das einfach hier auf die Aktionskarte gut schreiben lassen. Damit kann ich jetzt direkt hoffentlich die Ramadan-Deko kaufen. Boah, ich weiß, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wo die Sachen sind. Deswegen muss ich doch durch den ganzen Laden gehen. Aber ich mache wirklich jetzt so einen schnellen Rundgang. Aber wenn mir was Schönes auffällt, zeige ich euch das. Oh, mir ist schon was aufgefallen. Also Ikea hat ja allgemein richtig schöne neue Sachen, ne? Das sind nicht mal diese Basic-Sachen. Klar, nach ein paar Jahren sind sie dann auch wieder Basic, aber die sind echt schön geworden. Oh, wie süß sieht das mit dem pinken Puff hier aus. Hocker. Okay, Leute, das muss ich euch auch zeigen. Ich glaube, diese Couch ist auch neu. Die ist in so einem Kordmuster und ich finde die so schön. Und die gibt es auch in anderen Farben, auch in so einem Grün, habe ich gesehen. Mega, mega schön, auch für so eine Studentenwohnung oder wenn man die erweitert. Richtig schick. Auch schick. Ich überlege gerade. Ich habe keine große Vase zu Hause und die ist schon schön. Ich glaube, die nehme ich mit. Ich habe noch nichts entdeckt, Leute. Ich habe mal nachgefragt und der Dude meinte, ich soll mal unten in der Dekoabteilung gucken. Aber ich habe hier auch so Fake-Eukalyptus gefunden. So viel zum Thema, ich will nichts anderes kaufen. Ich habe es gefunden. Schaut mal, es gibt einmal so ein Standlicht. Voll süß, so für Zucker oder Datteln. Und dann haben wir hier so eine Laterne für Teelichter. Und ich will unbedingt diese Lichterkette hier mitnehmen. Hier habe ich schon mal das Licht. Okay, Lichterkette habe ich auch gefunden. 20 Euro. Ich hatte ein bisschen weniger erwartet. Aber gut, ich nehme das jetzt auch mit. Es gibt hier auch so Geschenktüten in dem Stil, so ein Etagere. So ein Tablett. Das wäre die Laterne, aber die finde ich, glaube ich, ein bisschen zu kitschig. Wisst ihr, was für ein Problem ich noch zu Hause habe? Ich würde gerne so Haken hinter meine Tür aufhängen, aber die ganzen Haken, die ich gekauft habe, die passen irgendwie nicht auf die Tür. Das heißt, ich kann die Tür nicht schließen. Jetzt habe ich mal hier die gesehen für 6 Euro. Und ich dachte, ich nehme die mal mit und ich hoffe, dass das funktioniert, weil die sind ein bisschen schmaler. Leute, würde meine Leuchte zu Hause fehlen, dann hätte ich hier was mitgenommen. Bitte, wie geil sehen die aus? Wie so Designerleuchten. Aber ich zeige euch jetzt mal eine Fave. Also meine Einrichtung ist zwar eher Gold, aber bitte, wie schön. Wie schön ist die? Extrem stylisch. Und irgendwie finde ich auch diesen Donut ganz geil. Also, es ist einfach so ein Donut, wenn man das an die Wand hängt, finde ich das schon cool. Leute, ich bin mittlerweile zu Hause und ich probiere das jetzt mal mit dem Haken hier aus. Aber ich glaube, es könnte passen, weil die sind ja hier extrem schmal. Wir hängen das jetzt mal so rein. Okay, okay. Jetzt kommt der Test. Yes, die Tür geht zu. Also falls ihr auch dasselbe Problem hattet, die von Ikea funktionieren. Perfekt. Mittlerweile ist Tuni nach Hause gekommen und er wollte unbedingt sein Geschenk auspacken. Es liegt nämlich voll sichtbar da auf der TV-Kommode. Und ich gucke, ich habe eine typische Dramaserie. Und ich habe heute nichts gekocht, beziehungsweise hatte ich keine Lust, noch keine Zeit. Wir bestellen jetzt was. Toni, was denkst du? Was denn? Toni, was denkst du, was ich dir geschenkt habe? Rotterdam. Was? Rotterdam. Ja, das weiß er schon. Ich hab ihm einen Wochenendtrip geschenkt. Das weiß er schon, aber das, was ich eingepackt habe, was du sehen willst. Ich weiß echt nicht. Der muss noch ein paar Stunden jetzt aushalten, weil er schon 18 Uhr, um 24 Uhr hat er Geburtstag. Und ja,
Das Essen ist da, Leute. Wir freuen uns richtig. Wir haben hier so Nudeln, Süßkartoffelpommes, ein bisschen Sushi, Edamame für die Proteine. Und ja, guten! Guten. Wir essen jetzt und ich würde sagen, wir sehen uns morgen an Tonis Geburtstag wieder, weil ich habe was Cooles für morgen geplant. Und dann nehme ich euch auch mit. Bis morgen! Ich wollte weiter am nächsten Tag vloggen, aber im Prinzip ist es schon der nächste Tag, beziehungsweise es ist jetzt 12 Uhr und mein Ehemann hat jetzt Geburtstag und er konnte es kaum abwarten, sein Geschenk aufzumachen, deshalb bringe ich ihm das jetzt. Er ist fleißig am Lernen und wir schauen mal, wie seine Reaktion ist. Ich hoffe echt, dass es ihm gefällt, weil ich habe das Gefühl, er erwartet voll was Krasses. Es ist schon cool, aber nicht so krass. Happy Birthday! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Ja. Guck auf dein MacBook. Oh! Happy Birthday, lieber Tuni! Happy Birthday to the best husband in the world! Hier, nimm mal. Pack's aber noch nicht aus. Ich muss dir erst noch was anderes geben, okay? Okay, was denn? Was gibst das du mir? Das hab ich hier verstanden. Du kannst jetzt deine Augen aufmachen. Bescheuert, ey. Hey, wie ist es so? Ich war kurz davor abzubrechen. Nein, das ist jetzt deine Motivation. Das sieht cool aus. Ja. Das hast du für dich selber gekauft? Ich wollte eigentlich viel mehr reintun, aber irgendwie kam ich nicht dazu und du wolltest es unbedingt jetzt haben. Also ich wollte noch mehr Süßigkeiten reintun. Ich habe einfach verkackt. Alles. Ich wollte heute noch sagen, haben wir sowas positiv. Ja, siehst du, positiv. Positiv. Ja, siehst du mal. Ein Ordner für dich. Ah, cool. Das ist echt cool, das brauche ich auch. Da kannst du deine Post-its reinheften. Weil die haben extra so ein Heftdingens, weißt du? Ach, cool. Weil wir dich richtig überraschen lassen. Ich wollte das auch kaufen letztes, ne? Aber von warst du das? Also nicht von Mercedes. Nee, aber. Hab ich im Internet gefunden. Das ist echt cool, Schatz. Ich danke dir. Tun, ich glaube, du musst den Führerschein machen. Guten Morgen, Leute, wieder aus dem Auto. Ich bin nämlich wieder unterwegs. Ich will jetzt zum DM. Ich bin jetzt extra früher aufgestanden, damit ich Punkt 9 Uhr im DM bin, weil es gibt so eine coole Putzkollektion mit einer Influencerin. Und da gibt es so richtig geile so Glanztücher. Und ich hoffe, dass ich sie noch ergattern kann. Und ja, ich fahre jetzt zum DM und danach geht's schnell ins Gym. Und heute Abend fahren wir nach Frankfurt mit Toni. Er hat ja Geburtstag und ich habe einen Tisch reserviert mit diesem Le Petit Chef. Also ihr habt das bestimmt schon auf Instagram oder TikTok gesehen. Und ich hoffe, es gefällt ihm. Es war echt teuer, muss ich sagen, pro Person. Ich hoffe, es lohnt sich. Die Speisekarte sah sehr lecker aus. Also das Menü, das ist ein 4- oder 5-Gänge-Menü. Und ich hoffe, dass es ihm gefällt und dass es uns auch schmeckt. Ja, Leute, es ist für mich halt noch ultra ungewohnt, mit der Kamera in der Öffentlichkeit so rumzuschwenken. Also auf Instagram, TikTok ist es ja immer so ein bisschen easy, weil das Handy ist ein bisschen unauffälliger, aber ich habe halt so eine fette Vlogging-Cam in der Hand. Und ja, aber es ist mein Job und ich werde mich nicht dafür schämen und ich mache das. Ja, ich mache das. Manchmal flüstere ich halt so, damit mich keiner hört. Aber ja. Es gibt jetzt einfach Revolution im DM. Glaube ich, überlege, ob ich das mitnehmen soll. Also die Schimmertöne sehen schon schön aus, aber brauche ich noch sowas? Ich weiß es nicht. Dann habe ich das hier bei Next gefunden. Das habe ich jetzt oft auf TikTok gesehen. Das probieren wir, das nehmen wir mit. Und Essence hat auch ein neues Sortiment. Ich warte die ganze Zeit auf den Cream Bronzer und den Cream Blush, aber die sind die ganze Zeit sold out. Leute, ich habe den Aufsteller gefunden. Die habe ich mir tatsächlich online schon bestellt. Ah, das nehme ich auch noch mit.
Die wollte ich halt mitnehmen. Für die bin ich hierher gekommen. Und hier gibt es auch so einen Putzstein. Ich habe das nämlich mir auch mit. Ja, Leute, wer hätte gedacht, dass ich um 8 Uhr aufstehe, damit ich ganz früh zum DM kann und Putzmittel hole? Wer hätte das gedacht? Julia hat mich gerade angerufen. Er ist wohl auch wach. Das heißt, bevor ich zum Sport gehe, hole ich ihn ab. Und wir gehen jetzt zusammen pumpen. Finde ich immer viel geiler, wenn man zu zweit trainiert, als wenn man alleine da ist. Es geht Geburtstagskind! Hierin! Wir gehen jetzt. Was gibt's Besseres an seinem Geburtstag? Das Coole ist, Leute, heute ist Mittwoch, aber er hat einfach frei, weil sein Chef gibt halt jedem frei, der Geburtstag hat. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause, bevor ich duschen gehe. Ich weiß, ich finde das eklig. Tune geht jetzt duschen und währenddessen werde ich jetzt Frühstück vorbereiten, damit wir keine Zeit verlieren. Aber ich habe meine Hände gewaschen. Boah, ohne Pasta geht gar nichts. Es tut mir leid an die Veganer und Vegetarier, aber ohne Pasta geht hier gar nichts. Ich schaue auch immer, was ich so im Kühlschrank verwerten muss. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier die Blaubeeren verwerten, die Tomaten und ich hatte hier noch so eine angebrochene Schafskäsepackung. Die müssen wir nämlich auch verwerten. Schaut mal, was aus Resten geworden ist. Sieht doch super lecker aus. Ich habe halt komplett verkackt. Ich habe mich endlich auch abgeduscht, habe die Wohnung aufgeräumt und ich dachte, ich zeige euch jetzt, was ich im DM eben geholt habe. Es ist eigentlich nur Putzzeug, aber ich zeige es euch trotzdem. Und für diesen Einkauf habe ich fast 30 Euro bezahlt. Also darauf habe ich mich am meisten gefreut. Das sind so Glanztücher, deswegen habe ich mir auch 2 davon mitgenommen. Streifenfreie Reinigung von glatten Oberflächen wie Arbeitsplatten, Fliesen oder Glasflächen. Ich dachte, die würden diesen Ilbeis-Tüchern ein bisschen ähneln, aber die sind viel, viel fester. Also das Waffelmuster ist das gleiche, glaube ich. Aber es ist halt viel, viel... Ich mache hier nur Löcher rein, ne? Indem ich so... Und die, also die sind wirklich richtig so fest. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass man damit so gut polieren kann. Früher hat man ja immer mit Zeitungspapier so poliert. Das erinnert mich so ein bisschen daran. So, dann habe ich nämlich bei Tamtam Beauty in der Story gesehen, dass diese Essigreiniger aus derselben Reihe richtig gut riechen sollen. Also ich weiß, dass Essigreiniger richtig gut ist zum Reinigen, zum Wäschewaschen und so weiter. Aber ich mag den Geruch halt nicht so. Aber der soll halt gar nicht nach Essig riechen. Man riecht so ein bisschen, nur so ein bisschen das Essig raus und der Rest ist wirklich eher so ein Orangenduft. Sehr geil, deswegen habe ich mir davon direkt 2 mitgenommen. Dann habe ich mir noch so einen Putzstein mitgenommen. Ich benutze eigentlich immer das von Beckmann, aber ich dachte, das probieren wir aus, aber es riecht auf jeden Fall schon mal schön sauber. Da ist auch so ein Schwamm mit dabei. Das ist halt perfekt für so Waschbecken. Ich habe einen Putzstein für meinen Herd zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das auch auf dem Herd benutzen kann, aber bestimmt. Also für so Waschbecken und so soll das richtig, richtig gut sein. Dann habe ich noch so einen Badreiniger und ich mochte hier halt die Flasche so gerne, weil die nicht so riesig ist. Also erstens ist sie handlich und zweitens passt sie besser in Schränke und Schubladen rein. Und das letzte an Putzzeug habe ich dieses Staubdingens mitgenommen, den Staubfänger. Das fand ich halt cool, weil man halt den Aufsatz waschen kann. Ist nicht so wie bei diesen Swiffer-Dingern, dass man die immer austauschen muss und wegschmeißt, sondern es ist ein bisschen nachhaltiger. Und ja, damit soll man halt so Staub wegwischen können. Und dann kann man das bei 40 Grad einfach waschen. Und zu guter Letzt ein Make-up-Produkt. Da freue ich mich sehr drauf. Aber wir machen mal so einen kleinen Live-Test jetzt hier. Damit soll man halt so ganz fein Augenbrauenhärchen nachziehen können. Das ist im Prinzip wie so ein Eyeliner. Ich habe jetzt Ash Brown mitgenommen. Okay, die Spitze ist schon sehr geil. Oh mein Gott. Wie fein. So, Leute, ihr habt mich die ganze Zeit richtig ranzig und ungeschminkt gesehen. Und jetzt haben wir uns fertig gemacht mit Happy Bobby. Das ist heute
mein Look of the Day. Und das ist mein Outfit. Ich habe so ein Strickkleid an. Das habe ich mit einem Blazer kombiniert. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und da ziehe ich noch so Overknee-Stiefel an. Ich fühle mich gerade richtig pretty. Ich bin Tunis Birthday Present. Oh yeah. Richtig cool. Es ist irgendwie so ein Anzug, aber irgendwie auch kein Anzug. Der ist halt mehr casual. Der sieht schon cool aus. Ich hatte ja noch geplant, dass wir so ein bisschen bummeln in Frankfurt, aber Toni musste lernen, deswegen sind wir ein bisschen später raus. Und wir brauchen jetzt einfach fast 2 Stunden dahin. 2 Stunden? Man braucht in der Regel so von Köln aus 1 Stunde 40 Minuten, 45 Minuten. Ja. Deswegen, also es wird wahrscheinlich verkehrlos sein, weil es ist jetzt 5 Uhr, seit Feierabend Stau. Na, hoffentlich lohnt sich das alles für das Essen nachher. Allgemein müssen wir öfter mal nach Frankfurt. Da kann man echt besser, glaube ich, essen und trinken. Und Aktivitäten gibt es einfach, glaube ich, viel, viel mehr als hier. Und uns ist gerade aufgefallen, dass Toni einen Promi-Zwilling hat. Okay, der ist 4 Jahre älter als, nee, nicht 4 Jahre, 3 Jahre älter als du. Aber Toni hat einfach mit Justin Bieber am selben Tag Geburtstag. Toni Bieber! Ja, meine Oma hat auch am 1. März Geburtstag. Aber gefühlt jeder Ausländer von früher hat immer am 1. irgendwas Geburtstag. Ja, ist der 1. Am meisten am 1.1. Ja, mein Opa, mein Jenke, die haben am 1.1. Geburtstag. Ja, weißt du warum die? Weil die einfach eingetragen wurden. Na, ja, genau. Also man hatte früher, in der Türkei hatte man einfach keinen Ausweis. Und irgendwann kam dann halt die Ausweispflicht. Und die Leute haben halt dann Ausweis gebraucht. Und die wussten halt aber nicht, wann die alle geboren sind. Und haben dann einfach immer so den 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Nein, 1.1., manch 1.3. oder so. Na klar, mein Vater am 1.4. Geburtstag. Meine Mutter hat am 1.5. Geburtstag. Das haben die auch so einfach. Ja, also die haben einfach random irgendwie irgendwelche Geburtstage gehabt. Und das ist immer so der 1.1., 1.2., 1.3. Und ja, es gibt sogar immer noch Leute. Also ich bin aber am 1.3. geboren. Ach, wirklich? Ja. Toni, du kommst ja auch aus Deutschland. Aus Deutschland. Leute, schaut mal mein Duftbäumchen in unserem Auto. Richtig geil. Wir sind jetzt angekommen, haben geparkt. Wir sind aber ein bisschen zu früh. Also wir müssen jetzt eine halbe Stunde ungefähr warten. Und wir sind gerade durch Frankfurt so gefahren und es war so schön. Also ich hatte gerade richtig schöne Eindrücke, war echt lang nicht mehr hier. Richtig, richtig schöne Gebäude, sowohl moderne als auch so Altbaugebäude. Die waren echt schön. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt ein Spiel. Soll ich singen? Ja. Ich komme nicht rein. Warte, ich gebe dir eine Melodie. Was ahnst du denn? Das ist der Teller, wo die mit Beleuchtung so machen. Ja, wir sind noch am Steigenberger. Ja, das, da machen die das ja. Das machen die da? Bestimmt, weil du hast dir das letzte Woche so angeschaut. Ich hab mir das, du hast mir das auch ein paar Mal gezeigt. Ich hab dir das nur einmal gezeigt, Toni. Du hast mir das gezeigt. Ich hab dir das nicht gezeigt. Du hast mir das gezeigt. Hast du mir das gezeigt? Nein. Du hast das noch vorgestern oder so gezeigt. Aber das ist das. Ja, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Essen gut schmeckt, weil ich habe richtig Kohldampf. Das ist halt echt ein ganz anderer Vibe hier in Frankfurt. Jetzt siehst du das, hier sieht man das so ein bisschen. Okay, geh vor. So, hier sieht es auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Wir sitzen jetzt an unserem Tisch. Also so schaut das hier aus, an unserem Tisch. Denkst du, es wird cool? Ria, Carmen, Raquel, Anna, Dolores. Ich muss erst einmal Luft holen. Unser nächster kommt wieder. So, und jetzt wurde das Essen sozusagen von der Köchin serviert. Ich fand's ganz cool bis jetzt. Sag uns deine Meinung. Leute,
kommt auf einmal hier, mehr nicht. Also, das ist halt so ein Ding, das macht man einmal und danach halt nie wieder. Also man kommt nicht immer wieder hin. Ich muss sagen, es hat alles gut geschmeckt. Nicht alles. Was hat dir denn nicht geschmeckt? Alles. Ja, war alles lecker. Aber es war jetzt nicht 10 out of 10, sagen wir so. Im Großen und Ganzen war es so 7, 8 von 10. Ja, also es war lecker und man wird hier auch satt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich satt werde, aber wir wurden satt. Aber wir bekommen jetzt gleich die Rechnung. Und dann gebe ich euch nochmal komplett ein Feedback ab, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Weil ich hätte niemals gedacht, dass ich... so satt da rauskomme. Also ich bin richtig voll, hätte ich niemals gedacht. Die Zwischenspeise hat mir am besten geschmeckt. Und das waren halt nur so 3 Raviolis, aber die waren so lecker. Ich muss jetzt Fotos von Toni machen. Kleine Fotosession haben wir jetzt auch beendet. Jetzt fahren wir nach Hause, Leute. Toni muss morgen nämlich arbeiten. Wir sind erst nach 12 Uhr da. Und somit beende ich den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und versuchen, mehr zu vloggen. Und ja, schreibt mir mal gerne unten euer Feedback. Und ja, bye! Ciao!